Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute am Freitag im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir kommen zu der ersten neuen Mod und zwar heißt diese TLX 3500 Series, kommt von 82 Studio, Downloadgröße 85,14 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt die 3500er Serie mit einem Riesenpack an verschiedenen Geräten und natürlich auch den Fahrzeugen. Wir fangen mal an mit dem hier und zwar ist das der TLX 3500 Einzelkabine Ton 7.3 Liter, kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 480 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 120 Liter, 165 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 6,2 Tonnen und kostet 32.000 Euro. 32.000 Euro für dieses Gefährt mit 165 km/h Maximalgeschwindigkeit und 480 PS? Dieser Hersteller müsste auch hier mal vorbeikommen. Wir haben hier die Konfigurationsmöglichkeit, alle Extras hinzuzubauen. Das ist also eine Auswahl, die von 82 Studio automatisch hinzukommt. Wir lassen das erstmal aus, damit wir das einigermaßen zusammen angucken können. Und zwar machen wir weiter mit den Reifenherstellern. Da gibt es hier Basics, Terrain, Offroad, Continental, Mudding, Swamp, Snow, Nokian Tires und zurück zu Basics. Und natürlich gibt es hier auch immer wieder ganz, ganz verschiedene Unterkonfigurationen, die gewählt werden können. Ich kann hier nicht alles durchgehen, deswegen spielt doch selber da rum. Sondereditionen gibt es Standard, dann gibt es die metallisierte Version, dann gibt es die schwarze Schöne, Black Bell, die schwarze Schöne 2, dann Copperhead, sind wir ja bekannt, Silberkugel. Und zurück zu Standard. Ich glaube, ich nehme jetzt hier mal Copperhead. Fenstertönung ist Standard, Mittel oder Dunkel. Da machen wir mal Mittel. Spiegel gibt es breite Spiegel oder Standard. Extras gibt es Trittbretter, Offroad Ansaugschnorchel, Ansaugschnorchel und Trittbretter oder zurück zu Standard. Stoßstange gibt es natürlich hier auch und zwar natürlich die Offroad. Offroad Stil 1, 2, 3, 4, 5 und Extrem und zurück zu Standard 2. Offroad Hauptfarbe, das ist dann, welche Farbe angewendet werden soll. Da kriegt man alles nochmal durch. Dann Standard 3, Offroad Designfarbe, da kann hier auch ausgewählt werden, welche Farbe dann ausgewählt wird. Hier in diesem Falle wäre es dann die Designfarbe und zurück zu Standard. Beleuchtung gibt es natürlich Zusatzlichter, das ist diese hier, dann LED-Lichter, Stroboskops, Zusatzlichter 2 und so weiter und so fort. Dann Scheinwerfer gibt es natürlich auch zusätzlich, einmal blau, rot und so weiter und so fort, da kann man durchgehen. Ich nehme mal an, das könnte die Unterbodenbeleuchtung sein. Kotflügel gibt es Standard, dann gibt es den schmalen, dann gibt es den breiten, dann in der Hauptfarbe schmal, breit und so weiter und so fort. Dann gibt es die Beadlock-Felgen, Metal Beadlocks und so weiter und so fort. Dann kann man hier auch nochmal durchspielen. Lackierung gibt es Standard, digitales Tarnmuster, Winterwolf-Tarnmuster, Standard. Das sind diese Lackierungen, die wir haben können. Embleme können natürlich geändert werden. Entweder TLX, dann TLX 3500. Dann gibt es den Service-Aufkleber, John Deere, Case und so weiter. Da kann man den entsprechend als Servicefahrzeug einsetzen, je nach Marke. Dann die Motorenausführung. Dann haben wir die 7.3 Liter in der V8 Dieselversion mit 480 PS. Dann haben wir die Supercharged mit 620 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette, was 82 Studio angeht. Die Designfarbe natürlich kann aus derselben Farbpalette ausgewählt werden und betrifft dann den unteren Bereich hier. Die Innenausstattung kann entsprechend natürlich auch farblich verändert werden. Dann die Metallteile können natürlich entsprechend auch ausgetauscht werden. Die Felgenfarbe versteht sich von selbst, ist natürlich die Felge. Ja, das ist auf jeden Fall mal dieser hier. Der zweite im Bunde ist im Prinzip dasselbe, nur ist das ein anderer Ton. Das ist der 6.2 Liter. Die Einstellungsmöglichkeiten sind komplett identisch mit dem vorherigen Modell. Daher gehe ich das nicht alles durch. Dann gibt es hier einen Pickup-Aufbau XL.
Der kann hier natürlich dann hinten angebaut werden. Optionen Standard oder Kabinenschutz. Kabinenschutz mit LED-Lichtbalken, Überrollbügel, Überrollbügel und so weiter. Da gibt es auch wieder verschiedenste Optionen. Dann gibt es hier auch die Sonderedition, metallisiert. Dann die schwarze Schöne 2, die haben wir schon gesehen. Stoßstange können natürlich hier auch entsprechend geändert werden, je nachdem, was man hier haben möchte. Offroad und Standard 3 und so weiter und so fort. Emblem auch hier, das wäre dann hier zu sehen. El Toro beleuchtet, El Toro 2, El Toro 2 beleuchtet und so weiter und so fort. Fahrtrichtungsanzeiger, also der Blinker ist natürlich entweder das hier an der Stoßstange oder beide und Standard, Heckklappe und so weiter und so fort. Lackierung, Standard, digitales Tarnmuster, das ist dasselbe, was wir bereits gesehen haben. Anhängerkupplungen gibt es den Schwanenhals, also für den Schwanenhals gemacht oder Standard, einfach die Heckkupplung hinten dran, das ist ja. Kotflügel gibt es Standard oder natürlich entsprechend die breite Version und je nachdem kann man auswählen, in welcher Lackierung das sein soll. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus derselben Farbpalette wie schon vorher gesehen und natürlich die Designfarbe auch. Des Weiteren gibt es den Flachbettaufbau XL. Konfiguration hier gibt es Serviceaufbau oder Standard, Sonderedition, die haben wir schon gesehen, Beleuchtung und so weiter gibt es auch natürlich verschiedenste Varianten. Seitenleisten, Standard ja oder nein. Hauptfarbe natürlich dieselbe Farbpalette. Dann gibt es den Kipper XXL, der kommt standardmäßig mit einem Volumen von 10.820 Liter, kostet 16.000 Euro und die Konfiguration kann hier ein bisschen erweitert werden, 2000 Liter. Und dann gibt es noch die unrealistische Version, die hat dann 108.200 Liter Fassungsvolumen. Dann gibt es die Forstwirtschaft und die Standardversion. Auch hier natürlich die Beleuchtung kann geändert werden. Einfach alles mal durchgehen. Stroboskop natürlich auch. Anhängerkupplung festgesetzt oder einstellbar. Das heißt, da kann man wahrscheinlich dann die Höhe verändern. Die Hauptfarbe natürlich die Standardpalette für 82 Studio und natürlich die Designfarbe auch. Dann haben wir den Prospector XL, das ist diese hier, Konfiguration, gewählt werden, Serviceaufbau, Standard und hier Kotflügel, dasselbe wie schon gesehen, ja einzeln oder breit oder Doppelbereifung oder extra breit. Dann Beleuchtung auch hier, alles kann man durchspielen. Klappmechanismus, Plattform oder Standard. Größe, Standard, da wird ein bisschen das Ganze breiter gemacht. Die Hauptfarbe natürlich aus derselben Palette wie schon gesehen. Dazu kommt noch den Abi, den Flüssigkeitenaufsatz. Dieser kommt standardmäßig mit einer Tankfüllmenge von 6056 Litern, wiegt 1,9 Tonnen und kostet 6000 Euro. Die Konfiguration auch hier kann ein Spreizer hinzugebaut werden und natürlich der unrealistische Spreizer, da hat dann eine Tankfüllmenge von 60.056 Liter. Kotflügel auch hier, Stroboskopen auch, kann natürlich entsprechend gewählt werden. Auch hier gibt es die Standardfarbpalette. Und als guter Letzt gibt es noch die Futtermischversion. Die kommt mit 12 Kubikmeter Volumen, wiegt 1,1 Tonnen, braucht 90 PS und kostet 15.500 Euro. Auch hier gibt es die Kotflügelversionen, die Stroboskopen, also die Strobes. Die Kapazität kann hier erweitert werden auf 50 Kubikmeter, was unrealistisch entspricht. Und die Hauptfarbe kann natürlich auch hier aus der Standardpalette ausgewählt werden. Ja. Eine riesengroße Mod, wie gewohnt von 82 Studio. Natürlich habe ich jetzt hier die 7.3 Liter Version. Es ist also Licht. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt die T-Abschleppstange. Diese kommt von Adige Mods, Downloadgröße 0,17 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist diese Stange hier, wiegt 40 Kilo und kostet 150 Euro. Und hier kann die Hauptfarbe gewählt werden aus der Standardpalette. Dies heißt ja zwar Abschleppstange, aber hier auf den Bildern wird eher gezeigt, dass man da drauf ja, kleine Sachen transportieren kann, wie zum Beispiel einen Container, ein Big Bag und vielleicht sogar eine Palette.
Die nächste neue Mod heißt Massey Ferguson Small Classics von Peter J. Downloadgröße 29,39 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Serie mit drei verschiedenen Traktoren und natürlich ein paar anderen Anbauteilen. Wir starten mal mit der 100er Dreizylinder-Serie. Dieser Traktor kommt mit einer Leistung von standardmäßigen 38 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 48 Liter für Diesel, 35 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 2,6 Tonnen und kostet 7.850 Euro. Optional kann hinzugebaut werden einen Frontschutz, Rahmen für Frontgewichte, 200 Kilo Frontgewicht und Standard. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Mitas, Nukien, Lizard, Continental, Fredestein, BKT und Trelleborg. Bei der Version kann ausgewählt werden Überrollbügel, flache Kotflügel, Kabine und schalenförmige Kotflügel. Die Scheinwerfer können ausgetauscht werden zu Frontscheinwerfer seitlich und Standard. Der Auspuff kann gewählt werden entweder horizontal, vertikal und zurück. Frontladeranbau gibt es natürlich den Lizard oder keinen. Motorenausführung gibt es die 133er mit 38 PS, die 133er Multipower mit auch 38 PS, die 135er mit 45 PS, auch hier gibt es die Multipower, dann die 40er ist mit 49 PS, natürlich gibt es auch hier die Multipower. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Weiß und Schwarz und betrifft also diese Teil des Auspuffs. Und die Felgenfarbe spricht für sich und kann gewählt werden zwischen Massey Ferguson Silber und Massey Ferguson Rot. Ein richtig schöner Traktor. Gefällt mir sehr gut. Dann gibt es die 200er Dreizylinder-Serie. Die kommt mit 38 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 48 Litern, 34 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 2,6 Tonnen und kostet 10.700 Euro. Die Konfigurationsmöglichkeiten sind eigentlich fast dieselben, also auch hier Frontschutz, Frontgewicht und zurück. Die Reifenhersteller sind wahrscheinlich dieselben wie schon gesehen. Dann die Version, auch hier gibt es Überrollbügel, Überdachung, flache Kotflügel, Sicherheitsrahmen, Kabine und schalenförmige Kotflügel. Auspuff auch hier horizontal oder vertikal. Dann gibt es hier Rundumleuchten, die hinzugebaut werden können, ja oder nein. Anhängerkupplungen gibt es hier Ackerschiene oder Standard. Frontladeranbau natürlich den Massey Ferguson oder keinen. Motorenausführung, die 230er mit 38 PS, die 240er mit 47 PS, die 250er mit 49 PS, die 253er mit 57 PS. Dann kriegen wir noch die 240er Version und die kommt mit 47 PS, wird manuell geschaltet, hat 48 Liter Tankfüllmenge für Diesel, 34 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 2,6 Tonnen und kostet 11.000 Euro. Die Konfiguration kann gewählt werden zwischen Schmal, Obstplantage, High Clearance für 240S, Allrad, Silver Edition und Schmal. Da gibt es dann auch wieder Untermöglichkeiten von Konfigurationen. Deswegen kann ich hier wahrscheinlich nicht alles durchgehen. Ich gehe mal mit der schmalen Version. Optional Rahmen für Frontgewichte, Frontschutz, Frontgewichte und zurück zu Standard. Anhängerkupplung, auch hier gibt es die Ackerschiene oder Standard. Bei der High-Clearance-Version gibt es noch die Möglichkeit, die Rundumleuchten hinzuzubauen. Ja oder nein? Dann die 240er-Version. Da gibt es dann wieder die Frontlader, die hinzugebaut werden können. Die Allrad natürlich an auch. Das ist dann die einzige Version, wo wir dann die vier radbetriebene Version haben. Die Silber Edition und zurück zu Schmal. Also die einzige Vierrad-Version ist also diese hier. Dann gibt es verschiedene Frontlader zum Anbauen. Den Systematic Short und den Systematic. Also das ist für die ganz Kleinen. Na, das ist der hier für 1100 Euro. Wiegt 380 Kilo. Den Systematic wiegt 400 Kilo und kostet 1950 Euro. Dann haben wir noch den Massey Ferguson Frontanlader und der kostet 3800 Euro und wiegt 450 Kilo. Das Design kann gewählt werden hier zwischen 1 und 2 und zwar betrifft das natürlich das Logo hier. Des Weiteren gibt es hier noch den Ballastkasten, der wahrscheinlich vorne angebaut werden kann. Wiegt, hat ein Fassungsvermögen von 850 Liter, wiegt 850 Kilo und kostet 720 Euro. Ja, das ist schön, dass wir mal einen Klassiker bekommen. Richtig schön. Das ist jetzt die 240er Version.
Die nächste neue Mod heißt John Deere 40 Series, kommt von Black Sheep Modding, Downloadgröße 18,96 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Series mit zwei verschiedenen Traktoren, einmal die zweiradgetriebene Version und einmal die vierradbetriebene Version. Die zweiradbetriebene Version kommt mit 112 PS Leistung, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 200 Litern, 32 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 6,9 Tonnen und kostet 55.000 Euro. Bei der Konfiguration kann gewählt werden, ob ein Frontgewicht hinzugebaut wird, und zwar 560, 760 oder 1010 Kilo, oder eine Fronthydraulik hinzugebaut werden soll. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, Mitas, BKT, Vredestein, Michelin, Nokian, John Deere und Trelleborg. Reifenvarianten gibt es Standard EU, Zwillingsbereifung EU, Standard US, Zwillingsbereifung US und zurück zu Standard. Designkonfiguration gibt es auch hier, die EU1, EU2, EU3, 4 und US1, 2, 3, 4, 5, 6 und zurück zu EU1. Rundumleuchten gibt es Modell 1, Modell 2, 3, 4, 5, Modell 6 Warning. Und zurück zu Model 1. Dann kann hinzugebaut werden ein Forstkäfig, entweder ja oder nein. Frontladeanbau kann hinzugebaut werden, der von John Deere, Hauer oder nein. Die Motorenausführung haben wir den 440er mit einer Leistung von 112 PS, den 4240er mit 124 PS, den 4440er mit 146 PS und zurück geht's zur ersten Version. Davon, wie gesagt, die Vierrad-Version, die Leistung ist auch 112 PS, wird auch manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von ebenfalls 200 Liter, 32 km/h Maximalgeschwindigkeit und wiegt ebenfalls 6,9 Tonnen. Der Preis 55.000 Euro. Die Einstellungsmöglichkeiten, die wir hier haben, sind komplett identisch wie das, was wir schon gesehen haben. Und daher würden wir gleich sagen, gehen wir weiter. Wir kommen zum Lizard SR7 240, der kommt von JM Garcia, Downloadgröße 13,9 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Tiefenlockerer mit einem Gewicht von 2,4 Tonnen, braucht 280 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 13 km/h und kostet 10.000 Euro. Die Walzenoption kann hier geändert werden von doppelter Walze zu Kombirolle, Stachelwalze, Winkelwalze und zurück zu doppelten Walze. Hier oben am Text sagt es also, dass die Leistung, die benötigt wird, zwischen 280 und 320 PS liegt. Wir kommen zum Fendt Favorit 500C Pack. Dieser kommt von Cayman, Downloadgröße 25,94 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit einer Leistung von 150 PS standardmäßig, wird manuell und lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 210 Liter, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 5,8 Tonnen und kostet 76.000 Euro. Die Konfiguration kann gewählt werden, hier 42 Kilo Frontgewicht, 168 Kilo Frontgewicht, 336 Kilo Frontgewicht, der 3-Punkt und zwar mit PTO und zurück. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Vredestein, Nokian Tires und Trelleborg. Rundum Leuchten gibt es hier Standard, links, rechts oder beidseitig. Dann kann die Fußmatte getauscht werden von Standard zu Fußraumteppich und zurück zu Standard. Warntafeln können hinzugebaut werden, Standard mit Warntafeln oder Standard. Aufkleber können auch gewählt werden, Standard, Händleraufkleber, Dieselross, Schild oder beides. Frontladeanbau kann gewählt werden zwischen Nein und Fendt, Quickie und Hauer. Motorenausführung haben wir den 511C mit 150 PS. Dann haben wir denselben mit der 40 km/h Version. Dann haben wir den 512er mit 125 PS in der 50 km/h Version. Auch hier gibt es die 40 km/h Version. Dann gibt es den 514er mit 50 km/h und zwar 140 PS. Dann auch hier gibt es die 40 km/h Version. Den 515er, der hat dann 150 PS. In diesem Falle hier mit 50 km/h Maximalgeschwindigkeit. Da gibt es auch die 40 km/h Version. Und zurück geht's zum ersten. Da kommt natürlich noch mit dem Frontladerteil dazu. Das wiegt 950 Kilo und kostet 7.200 Euro.
Wir kommen zu den Schrägbodenbehältern. Diese kommen von Privat, Glümpi und Silent Modding. Downloadgröße 7,44 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommen diese Behälter daher mit einem Fassungsvolumen von 2,8, wiegen 150 Kilo und kosten 1600 Euro. Die Konfiguration kann gewählt werden, automatisch überladen mit Abdeckung, manuell überladen mit Abdeckung, automatischer Überladen ohne Abdeckung und manuell überladen ohne Abdeckung. Die Schrägbodenbehälter können gefärbt werden aus dieser Standardpalette. Das Seil kann gewählt werden aus derselben Palette und betrifft diese Seile hier und die Abdeckung kann natürlich entsprechend auch verändert werden. Dazu gibt es den passenden Welger. Der kommt mit einem Gewicht von 2,4 Tonnen, hat ein maximales Zuladegewicht von 5,6 Tonnen und kostet 11.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, BKT und Trelleborg. Das war's dann zu diesem Anhänger. Die können hier dann draufgepackt werden und mit der Taste Q oder mit dem Ankupplungssymbol kann diese hier drauf befestigt werden. Wir kommen zum Lizard N219-5. Der kommt von Austri und Slycliff. Downloadgröße 7,15 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Miststreuer mit einem standardmäßigen Volumen von 3,5 Kubikmeter, wiegt 1,5 Tonnen, braucht 30 PS, hat eine Streuweite von 3 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 13 km/h. Der Preis 5.200 Euro. Der Miststreuer kann getauscht werden zu einem Anhänger, Volumenanhänger, Ballenanhänger, Ballenanhänger und zurück. Gitter in der Fahrgestellfarbe kann gewählt werden und dann hier entweder gelbes Gitter oder zurück in der Fahrgestellfarbe. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Vintage-Farbpalette, die Designfarbe natürlich ebenfalls und die Felgenfarbe natürlich auch. Wir kommen zum Cattle Trailer. Dieser kommt von Dutch Modding Incorporation. Downloadgröße 2,46 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger mit einem Gewicht von einer Tonne, kostet 6.000 Euro und kann modifiziert werden mit dem Warndreieck oder ja oder nein. Dann die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und betrifft das Metallgehäuse. Und die Felgenfarbe kann natürlich auch gewählt werden aus der Standardpalette. Dieser Anhänger kann transportieren 2 Kühe, 4 Schweine oder 4 Schafe. Wir kommen zum John Deere 9RX 2022er Series. Die kommt vom SID Modding. Downloadgröße 30,41 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor standardmäßig mit der Leistung von 484 PS, wird lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 1490 Liter, 83 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 25 Tonnen. Der Preis 478.500 Euro. Das Design kann geändert werden zwischen EU und US und natürlich auch noch die australische Ausführung. Das Frontgewicht kann hinzugebaut werden als Steinkiste. 100 Kilo Frontgewicht, 200, 700, 1200 und zurück. Dann kann ein Stahlseil hinzugebaut werden. Nein oder ja, das ist dieses Stahlseil hier. CB-Radio kann natürlich eingebaut werden. Ja oder nein, das ist dieses Teilchen hier. Zahlen können hinzugefügt werden zwischen 1 und 22, das sind diese Zahlen hier. Motorenausführung kann gewählt werden zwischen der 440er Version mit 484 PS, die 490er Version mit 539 PS, die 540er Version mit 594 PS, die 590er Version mit 649 PS. Zu guter Letzt haben wir noch die 640er Version mit 691 PS und dann geht's wieder zurück. Das Bandlaufwerk kann gewählt werden zwischen Standard, Breit, Road Tracks, 3 Meter, 3 Meter Road Tracks und zurück zu Standard. Wir kommen zum Joskin Cargo Pack. Dieses kommt von Nikopix, Downloadgröße 17,17 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit 5 verschiedenen Elementen, natürlich als Basis den Cargo. Der wiegt 4,9 Tonnen und kostet 27.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Nokian, BKT, Friedestein und Trelleborg. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich auch. Dazu gibt es die modularen Systeme dazu. Einmal den Transcargo.
Dieser kommt mit einem Volumen von 29 Kubikmeter, wiegt 2,3 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 22,2 Tonnen und kostet 35.000 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden auf 31 Kubikmeter, dann auf 33 Kubikmeter. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette, so auch als die Designfarbe. Dann gibt es den Drakkar Cargo Aufsatz, der kommt mit einem Füllvolumen von 47 Kubikmeter, wiegt 6,5 Tonnen, maximales Zuladegewicht 27,5 Tonnen und kostet 42.000 Euro. Die Konfiguration kann hier gewählt werden zwischen Aufbau und Standard. Die Abdeckung kann hinzugefügt werden in der Version Standard, ja oder nein, und die Farboptionen haben wir bereits gesehen. Des Weiteren gibt es den Ferdi Cargo. Der kommt mit einem Volumen von 30 Kubikmetern, wiegt 2,9 Tonnen, hat ein maximales Zuladegewicht 18,6 Tonnen und die Streuweite ist 20 Meter. Arbeitsgeschwindigkeit 20 km/h. Der Preis 41.500 Euro. Die Farbpalette ist natürlich auch hier die Standardpalette. Und als letztes haben wir noch den Silo Space Cargo. Der kommt mit einem Ladevolumen von 43,5 Kubikmeter, wiegt 6,5 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 26 Tonnen und kostet 36.200 Euro. Abdeckung kann hier hinzugebaut werden, ja oder nein. Die Farboptionen haben wir bereits gesehen. Wir kommen zu den Lizard Big Turtle Saddle Tanks von Citymodding. Downloadgröße 3,85 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommen diese Tanks mit einem Füllvolumen von 3786 Litern, wiegen 600 Kilo und kostet 15.000 Euro. Diese Saddle Tanks sind kompatibel mit der John Deere 9030er Serie, der 9020er Serie, der 8060er Serie, dem John Deere 9RX 2022, den wir gerade gesehen haben, dem Challenger MT 900, dem John Deere 9R 9RX in der 2019er Ausführung. Wir kommen zum Lizard Anhänger Pack. Dieses kommt von Hispano, Downloadgröße 52,81 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit 5 verschiedenen Anhängern. Einmal dein GAT 23, der hat ein Füllvolumen von 23 Kubikmeter, wiegt 4,2 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 18,8 Tonnen und kostet 25.500 Euro. Die Konfiguration hier kann entsprechend verändert werden mit Aufbau Standard. Das ist dann eine Reduktion auf 15 Kubikmeter. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Continental, Michelin, Nokian, Bredestein und Trelleborg. Die Konfigurationszubehör kann gewählt werden zwischen Nein, Podest, Wassertank und Staukasten. Das sind diese hier, diese beiden Elemente. Dann gibt es das Podest und die beiden Elemente oder gar nichts von allem. Die Rundumleuchtenkonfiguration gibt es Nein oder Ja und das fügt hier eine Rundumleuchte hinzu. Aufkleberkonfiguration gibt es entweder Ja oder Nein, dann sind die Eidechsen weg. Anhängerkonfiguration kann gewählt werden zwischen normale Kupplung, niedrige Kupplung für die Kugel, dann normale Kupplung lang, niedrige Kupplung lang und zurück zu normal. Heckzugmaulkonfiguration kann natürlich hinzugebaut werden, Ja oder Nein, da gibt es hier nochmal die Möglichkeit, einen zweiten Anhänger anzuhängen. Die Aufbaufarbe kann gewählt werden hier aus der Standardpalette. Die Fahrgestellfarbe natürlich auch. Und das Farbdesign, das ist der Aufbau, der auch verändert werden kann. Und hinten die Stoßstange. Und die Felgenfarbe spricht für sich, natürlich die Felge. Dann gehen wir zum GAT 28. Der hat ein Fassungsvolumen von 28 Kubikmetern, wiegt 5,2 Tonnen. Maximales Zuladegewicht ist 22,8 Tonnen und kostet 32.500 Euro. Auch hier kann der Aufbau weggenommen werden und dann haben wir ein Füllvolumen von 18 Kubikmeter oder zurück. Die restlichen Konfigurationsmöglichkeiten gelten für alle kommenden Anhänger in dieser Serie. Dann kommen wir zum GAT 36. Der hat ein Füllvolumen von 36 Kubikmeter, wiegt 6,3 Tonnen. Maximales Zuladegewicht ist 29,7 Tonnen und kostet 41.500 Euro. Auch hier kann der Aufbau weggenommen werden, was das Füllvolumen auf 24 Kubikmeter reduziert. Dann haben wir noch den GAT 45. Der hat natürlich ein Füllvolumen von 45 Kubikmeter, wiegt 7,5 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 37,5 Tonnen und kostet 49.500 Euro. Auch hier kann der Aufbau entfernt werden, was das Volumen auf 28 Kubikmeter reduziert.
Und zu guter Letzt haben wir noch den GRT 52. Der hat ein Füllvolumen von 52 Kubikmeter, wiegt 8,8 Tonnen. Maximales Zuladegewicht ist 43,2 Tonnen und kostet 57.500 Euro. Auch hier kann der Aufbau entfernt werden, was dann das Volumen auf 34 Kubikmeter reduziert. Wir kommen zum Big Butt 747 16V. Dieser kommt von Hispano, Downloadgröße 29,78 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit einer Leistung von 1100 PS, wird manuell und lastgeschaltet. Hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 3785 Litern, 45 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 41,2 Tonnen. Der Preis 406.500 Euro. Die Felgenkonturfarbe kann hinzugebaut werden oder hinzugefügt werden zwischen ja und nein. Das ist dann dieser rote Ring. Getönte Scheiben, nein. 25%, 50% und 100%. Logo-Einstellungen gibt es die originale, die weiße, die schwarze und zurück. Konfiguration Zielstreifen originale oder weiß, schwarz oder nein. Zusätzliche Arbeitsscheinwerfer gibt es die Option nein. Vorderseite, das ist diese Bar hier oben, die Rückseite oder beidseitig. Leuchtfeuer gibt es links, rechts, links und rechts oder keine. Beacon Lights Model, und zwar betrifft das hier diese Rundumleuchten, in welchem Modell die kommen. Und zwar gibt es von Modell 1 bis und mit Modell 10. Die Scheibenwischeanlage gibt es natürlich auch dazu als Option, hier ja oder nein. Die Motorenausführung, da haben wir den 747 16V, maximale Kilometer 32 zu 10. Dann gibt es die Version maximale Kilometer 45 zu 15. Die Reifenvarianten können hier durchgespielt werden, Standard, dann Zwillingsbereifung, Drillingsbereifung, Breitreifen, doppelte Breitreifen und Standard. Die Farbe des Motorgitters kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Ich mache das jetzt mal golden. Die Hauptfarbe ist natürlich klar, betrifft die Hauptfarbe der Body an sich. Die Felgenkonturfarbe kann geändert werden von dem, was wir vorhin hatten, von dem Rot zu diesem Violett zum Beispiel. Geländerfarben kann natürlich auch geändert werden, und zwar in diesem Falle hier nehme ich mal ein Blau. Die Auspufffarbe kann gewählt werden aus dieser Standardpalette. Und die Felgenfarbe spricht natürlich für sich und betrifft die Felge. Also man muss sagen, man sitzt hier sehr hoch oben. So heulen 1100 PS. Die nächste neue Mod heißt Caffini Drift Stopper Evo, kommt von Pepe 978, Downloadgröße 23,88 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies eine Dünge- und Pflanzenschutzspritze für den Weinbau, wie unschwer zu erkennen ist, hat ein Tankvolumen für Flüssigdünger oder Pflanzenschutzmittel von 2000 Litern, hat eine Arbeitsbreite von 4 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und kostet 62.800 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Trelleborg. Und das war's schon von den Konfigurationsmöglichkeiten. Dieses Gerät ist dazu natürlich da, dass man zwei Reihen an Weintrauben gleichzeitig besprühen kann. Und das, was nicht auf die Pflanze landet, wird auf der anderen Seite wieder aufgenommen. Das heißt, so kann man Ressourcen sparen. Und auch die Umwelt wird dadurch weniger belastet. Die Animation ist absolut aus dieser Welt. Ist richtig genial gemacht. Also das Ausklappen. Klappt sich aus, passt sich an. Und kann dann auch noch entsprechend verändert werden. Ich kann also die Höhe manuell verändern. Ich kann das Gerät rotieren, für was auch immer. Und ich kann die Breite entsprechend verändern, so damit das entsprechend effizient bearbeitet wird. Wir kommen zum Fuhrmann Bulk Anhänger von Bolex Simulations. Downloadgröße 4,58 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommen diese Anhänger in drei verschiedene Versionen. Die sind ja schon bekannt als Standard-Traubenanhänger.
Wir haben den MRW K6000 mit einem Fassungsvolumen natürlich von 6 Kubikmeter, wiegt 1,9 Tonnen, maximales Zuladegewicht sind 6 Tonnen und kostet 10.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, Michelin, Nokian und zurück. Dann können Rundumleuchter hinzugebaut werden, ja oder nein. Die Felgenfarbe kann gewählt werden aus dieser Palette hier. Und diese Anhänger nehmen jetzt nicht nur Trauben auf, sondern alle Bulkmaterialien, alles was das Spiel zu bieten hat, alles was in Bulk kommt. Wir haben den LWS 12.000, der kommt natürlich mit einem Volumen von 12 Kubikmetern, wiegt 3,2 Tonnen, maximales Zuladegewicht 12 Tonnen und kostet 20.000 Euro. Hier kann eine Leiter hinzugebaut werden, ja oder nein. Die Reifenhersteller sind dieselben wie beim kleineren Modell. Dann kann eine Leiter hinzugebaut werden, ja oder nein. Die Rundumleuchte gibt es hier natürlich auch. Dann eine Abdeckung kann hinzugebaut werden, ja oder nein. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser extra großen Farbpalette und die Felgenfarbe natürlich auch. Dann gibt es den MRWK 14.500. Der hat natürlich ein Füllvolumen von 14,5 Kubikmeter, wiegt 4,5 Tonnen. Maximales Zuladegewicht ist 14,5 Tonnen und kostet 22.000 Euro. Hier haben wir dieselbe Option mit der Rundumleuchte, ja oder nein. Und die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Nokian und Trelleborg. Wir kommen zum MMS Agriline Gewichtepack. Dieses kommt von Greenland Farming und Johnny Power. Downloadgröße 4,19 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Pack mit drei verschiedenen Gewichten. Einmal das kleine mit 400 Kilo Gewicht, kostet 1.000 Euro, kann ein Warnstreifen hinzugebaut werden, ja oder nein, und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Dann haben wir das 600er, kommt natürlich mit dem Gewicht von 600 Kilo und kostet 1.500 Euro. Warnstreifen gibt es auch hier, ja oder nein, und die Hauptfarbe ist dieselbe wie bereits gesehen. Dann haben wir noch das MMS 1100, das wiegt natürlich 1,1 Tonne und kostet 1.500 Euro. Fanghaken kann hier hinzugebaut werden, ja oder nein, und die Warnstreifen können natürlich hier auch angewertet werden. Die Hauptfarbe haben wir schon gesehen. Wir kommen zum Joskin Transspace 7000. Dieser kommt von ETA La Marchoise. Downloadgröße 4,98 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kipper mit dem Volumen von 20.530 Litern, wiegt 7,1 Tonne, hat ein maximales Zuladegewicht von 18,9 Tonnen und kostet 51.398 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden auf 22.010 Liter, auf 25.740 Liter. Dann gibt es zwei Versionen von 24.640 Liter, einmal links und einmal rechts, und zurück zu der Standardversion. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Nokian und Trelleborg. Wir kommen zum Lizard Kurzholz Trailer Pack. Dies kommt von HR Forst und Fahrzeugbau. Downloadgröße 20,24 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal der Tandem-Version, wiegt 4,7 Tonnen und kostet 25.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Nokian und Continental. Dann das Stehengatter kann entfernt werden, ja oder nein. Rungenposition gibt es Position 1 und 2. Und die Rungenfarbe kann gewählt werden aus der klassischen Farbpalette für HR Forst und Fahrzeugbau. Und die Felgenfarbe natürlich ebenso. Dann gibt es noch die Tridem-Version. Die wiegt dann 5,4 Tonnen und kostet 28.000 Euro. Die Reifenhersteller und alles andere bleibt exakt dasselbe wie schon gesehen. Daher gehen wir gleich weiter zu der nächsten neuen Mod. Die nächste neue Mod heißt Ballenpressen mit mehr Wickelfarben. Diese kommt von JOS, Downloadgröße 79 KB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit einer Auswahl an Pressen, und zwar die Impress 165 VC Pro und die Roland 455 RC Uniwrap. Dazu noch den Hybrid Extractor, den IFX 720 Extractor, den SW 4014 und den 7850 von Quernerland. Alle diese Geräte können jetzt beim Kauf konfiguriert werden, welche Folienfarbe verwendet werden soll. Und das kann natürlich dann sehr praktisch sein auf einem Multiplayer-Server, so kann jeder Hof entsprechend seine Balle einfärben.
Wir kommen zum Körkeling Allrounder Flatline 600. Dieser kommt von Pomfritz. Downloadgröße 11,72 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Grubber mit einem Gewicht von 8,2 Tonnen, braucht 250 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Meter, 18 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 51.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Standard zu mit Mulcher oder zurück. Das ist praktisch, dann kann man eigentlich gleich mulchen und grubbern in einem durch und dann ist es sehr gut für die Umweltbewertung. Die Reifenoptionen können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Fredestein und Trelleborg. Und die Farbe kann gewählt werden zwischen Körkeling Blue, Körkeling Metallic Blau oder Rot und Gelb. Wir kommen zu der Lizard Farming HTB 6000. Diese kommt von Christi 136. Downloadgröße 1,76 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Schaufel mit einem Volumen von 6500 Litern, wiegt 2 Tonnen und kostet 11.000 Euro. Kann angebaut werden an den Radlader oder an den Teleskoplader. Und die Kapazität kann geändert werden von Standard auf Kinematik Zusatz. Und das ist das hier. Das ist dann 500 Liter weniger. Wir kommen zum Agromash POH Pack. Dieses kommt von Budovec Team. Downloadgröße 10,47 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit drei verschiedenen Pflügen. Einmal den POH 3 mit einem Gewicht von 1,3 Tonnen, braucht 100 PS, Arbeitsbreite 1,50 m, 12 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 8.350 Euro. Das Design kann gewählt werden zwischen Universal Pflugschar und Streifenkörper Pflugschar. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht durch. Dann gibt es den POH 4. Der wiegt auch 1,5 Tonnen, braucht 140 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und kostet 11.150 Euro. Die Optionen sind hier dieselben wie schon gesehen. Dann gibt es noch den 5er, der kommt mit einem Gewicht von 1,8 Tonnen, braucht 150 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,50 Meter, 12 km/h Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 14.000 Euro. Wir kommen zum John Deere XUV 865e mit Transportwagen. Dieser kommt von Agrotono, Downloadgröße 13,96 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser UTV oder XUV mit einer Leistung von 46 PS, wird stufenlos geschaltet. Tankfüllmenge für Diesel 42 Liter, 75 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, hat ein Füllvolumen von 460 Litern, wiegt 1,1 Tonne und kostet 15.400 Euro. Die Belastbarkeit 460 kann geändert werden zu Belastbarkeit 0. Dann heißt, es wird hier das Füllvolumen weggenommen. Oder Design 3, 4, 5 und wieder zurück zu 460. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Nokian, Mitas und Lizard. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht durch. Dann gibt es hier Stoßstangen-Design, einmal 1 und 2. Seitenschutz, Design 1 mit Riemen, vollständig. Und zurück zum Design 1. Markise kann natürlich hinzugebaut werden, entweder Design 2 oder Design 1. Tarnung kann angewendet werden, Design 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und zurück zu Standard. Anhängerkupplung gibt es natürlich Standard. Dann gibt es Anhängerkupplung 1, Anhängerkupplung 2. Das ist dann ein Dreipunkt hinten oder beides zusammen. Die Hauptfarbe kann gewählt werden, natürlich aus der extra großen Palette. Die Designfarbe natürlich auch und betrifft die Sitzpolster. Und die Felgenfarbe spricht für sich, betrifft die Felge. Dazu gibt es einen Transportwagen, der wiegt 268 Kilo und kostet 1500 Euro. Reifenvarianten gibt es auch hier, verschiedenste Versionen. Und die Farboption kann natürlich hier auch ausgewählt werden aus derselben Palette wie bereits gesehen. Und die Felgenfarbe natürlich auch. Die Transportkiste für Hühner kommt von MacTrucker 921, Downloadgröße 0,89 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Kiste mit dem Gewicht von 50 Kilo, maximales Zuladegewicht 18 Kilo und der Preis liegt bei 500 Euro. Die Kapazität laut Beschreibung ist so, dass hier 8 Hühner transportiert werden können. Das heißt, hier einfüllen und dann kann man die sogar von Hand herumtragen.
Wir kommen zum Pickup Rodeo. Dieser kommt von Vectorman, Downloadgröße 10,53 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser kommt mit einer Leistung von 200 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 80 Liter, 120 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 1,7 Tonnen und kostet 45.000 Euro. Die Anbauteile können hinzugebaut werden, Rahmenschutz, Arbeitsleuchten, Rundumleuchten, Rahmenschutz und Arbeitsleuchten und so weiter und so fort. Innenraumdekoration kann hinzugebaut werden, und zwar einmal die Lizard-Figur, das ist diese hier, dann ein LS-Hut, ein Ventilator. Reifenvarianten können natürlich gewählt werden zwischen Fahrwerkserhöhung und Standard. Hauptfarbe kann gewählt werden aus der etwas erweiterten Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich auch. Der klassische Ton. Ich hatte mich hier für den Ventilator entschieden. Daher ist auch hier der Ventilator eingebaut. Wir kommen zu der letzten neuen Mod, was Fahrzeuge betrifft. Und zwar ist das der Service Pickup 2017. Dieser kommt von IBM Modding Team. Downloadgröße 5,8 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Pickup mit einer Leistung von standardmäßigen 300 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 120 Litern, 120 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 2,4 Tonnen und kostet 45.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Default zu Schwanenhals, Anhänger, Paletten, Flüssigkeitstanks, Flüssigkeitstanks, Wasser und Milch, dann kann Diesel transportiert werden oder zurück. Es scheint nicht so, dass hier eine Werkstatt mit eingebaut ist, dann Design kann geändert werden zwischen der LED-Bar, Rundumleuchte oder beides. Dann die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Die Designfarbe kann natürlich aus derselben Farbpalette ausgewählt werden und betrifft den Tank. Und die Felgenfarbe spricht für sich. Wir kommen zu der ersten neuen Mod, die nicht Geräte und Maschinen betrifft. Und zwar heißt diese billigere Oliven und Trauben. Diese kommt vom Flying Dutchman, Downloadgröße 19 kW in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Mod erlaubt, die Trauben oder Oliven günstiger oder billiger zu platzieren. Und zwar kostet die Einheit 10 Euro für Trauben und 13 Euro pro Oliveneinheit. Dies ist ungefähr 90% billiger als die Ingame-Version. Wenn du denkst, dass das zu billig ist, dann kannst du ja auch zum Beispiel 50% der Ingame-Version und 50% dieser Version verwenden. Hinweis, wenn du den Mod Free Fences and Bushes für PC und Mac installiert hast, dann macht dieser Mod nichts, da Trauben und Oliven im Spiel genauso sind wie Zäune. Die nächste neue Mod heißt Variable Olivenrebe Breiten, und zwar kommt diese von LSMT Stefan, Downloadgröße 33 kb in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Die Olivenrebe mit variablen Breiten und Abständen zwischen den Reihen, und zwar 3,20 m, 3,25 m, 3,50 m, 3,75 m, 4 m, 4,50 m und 5 m Abständen können gebaut werden. Empfohlene Breite ist zwischen 3,50 m und 4 m. Der Preis ist 130 bis 230 Euro pro Einheit. Die nächste neue Mod heißt Schnell füllende Tanks. Dieser kommt von IBM Modding Team, Downloadgröße 0,2 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar beinhaltet diese Mod drei verschiedene Container. Einmal einen Wassertank, dann einen Dieseltank und einmal einen Flüssigdünger oder Pflanzenschutzmitteltank. Das ist dieses hier. Und diese sollen die Eigenschaft haben, dass sie schneller beladen und entladen können. Kostenpunkt zum Platzieren zwischen 3.000 und 15.500 Euro. Das sind diese Optionen. Wir kommen zum Gold Crest Dekorationspaket. Dieses kommt von Puma 145, Downloadgröße 38,96 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Mod bringt die Dekorationsobjekte von der Gold Crest Valley Karte hin zu allen anderen Karten, die du gerne spielst. Und zwar sind dies 21 Modelle, die von der Gold Crest Valley Karte extrahiert wurden. Unter anderem den Basketballplatz, das Farmsilo, die Strawbahn, die Werkstatt, zwei Schuppen, Wassertank, Woodchips, Verkaufsstelle und 13 weitere Modelle. Das sind diese Objekte hier. Das würde jetzt zu weit gehen, dass ich jetzt alles einzelne durchgehe. Auf jeden Fall sind diese jetzt quasi als Dekorationsobjekt zu haben. Wir kommen zum Gülle-Shop. Dieser kommt von Dutch Modding, Downloadgröße 0,12 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Zu finden ist dies im Baumenü unter Gebäude und Container ist diese Ankaufsstation für Gülle. Kostenpunkt zum Platzieren 10.500 Euro, Unterhalt pro Tag 10 Euro.
Wir kommen zum alten Holzhaus. Das kommt von Gratius Philipp. Downloadgröße 7,27 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Farmhäuser. Ist dieses Haus hier. Kostenpunkt zum Platzieren 25.000 Euro. Unterhalt pro Tag 20 Euro. Klassisch hier. Kann nicht betreten werden, aber hat auf jeden Fall hier die beiden Trigger, die man braucht. Ein bisschen Dekorationsmaterialien sind rundherum. Wunderschön gemacht. Dann geht es gleich weiter zu der nächsten neuen Mod. Die nächste neue Mod heißt Flutlichtmast. Diese kommt vom LSMT Modding Team Stefan und Falpos. Downloadgröße 1,76 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Dekoration und Lampen. Ist dieser Posten hier. Kostet 1200 Euro zum Platzieren und gibt natürlich Licht. Wir kommen zum Drahtgitterzaun und Tore von Michael LS. Downloadgröße 2,91 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Natürlich zu finden im Baumenü unter Dekoration und Zäune. Das ist also dieser Zaun hier. Das ist dieser hier zum Platzieren. 250 Euro für die Einheit. Dann gibt es das Doppeltor und dann noch das einfache Fußgängertor. Das ist das hier für 200 Euro. Der Zaun sollte nicht auf zu starken Hügeln platziert werden, ist der Hinweis vom Modder. Wir kommen zu der alten polnischen Eierverkaufsstelle. Diese kommt von Fujo, Downloadgröße 21,28 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Verkaufsstationen. Ist diese Verkaufsstation hier 5000 Euro Kostenpunkt zum Platzieren, tägliche Wartung 10 Euro. Schön ausdekoriert und man kann diese sogar betreten. Ich denke aber, dass das für mich nicht unbedingt so ausschaut, als möchte ich hier meine Eier einkaufen gehen. Wir kommen zu der nächsten Mod und die lautet ein bisschen komisch. Und zwar heißt diese Einrudel Windmühlen. Und zwar kommt diese von Edgiaschek. Downloadgröße 7,68 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zum einen zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Das ist zum einen diese hier. Das ist die Option für 70.000 Euro. Dann gibt es noch eine zweite Version und zwar unter Generatoren. Das ist dann diese hier. Kostenpunkt zum Platzieren 50.000 Euro. Soll als Windkraftanlage bis zu 48.000 Euro pro Monat generieren. Mit 50.000 Einsatz hier. Das ist doch eine sehr gute Ausbeute. Ich habe hier diese gewählt als Produktion für Getreide. Und zwar ist dies natürlich eine Standard-Getreidemühle mit den Standard-Rezepten und das Mühlrad dreht natürlich nur, wenn diese eingeschaltet ist. Als nächstes kommen wir zum Kuhstall mit Scheune von LeoLeo. Downloadgröße 24,51 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Tiere und Kühe. Ist dieses Objekt hier. Kostenpunkt zum Platzieren 90.000 Euro. Unterhalt pro Tag 20 Euro. Ist super detailliert gemacht. Es gibt hier alles, was man aufmachen kann. Also hier gibt es mal diese Teil hier. Hier kann man auch sogar, wenn man es geschickt macht, sogar hochgehen. Hier, ich schaffe es natürlich wieder nicht, aber man kann hier auf jeden Fall hochgehen. So, wunderbar. Jetzt hat es geklappt. Man kann hier natürlich auch Sachen oben lagern. Zudem öffnen sich alle diese Tore. Hier haben wir natürlich den Abholtrigger für die entweder Gülle oder Milch. Ich gehe mal an, das ist die Gülle. Dann haben wir hier den Eingang zum Stall. Da steht dann dieser Kuh. Das ist ein bisschen kleiner Stall für 30 Kühe hier. Das ist ein bisschen klein, ne? Ein bisschen eng. Aber so soll das doch sein. Zumindest der Futtertrigger ist hier draußen. Ich will mal testen, ob das Stroh annimmt als Balle. Nee, als Balle nimmt es kein Stroh an. Das heißt, man muss man reinstreuen. Oh, aber Heu nimmt es an. Kein Problem. Wunderbar. Dann gibt es hier noch weitere Schuppen. Oder gibt es hier noch weitere Unterstände oder kleine Garagen. Hier kann man Licht ein- und ausschalten. Das ist dann für das ganze Gebäude. Man kann selbst hier hochgehen. Hier kann man auch noch Sachen lagern, wenn dem so ist, wenn man dann so möchte. Auch da kann man noch aufmachen.
Wenn man will, kann man hier oben die Ballen lagern und dann einfach runterschmeißen. Das ist alles auch möglich. Hier gibt es noch einen weiteren Stand hier. Kleiner Lagerplatz. Dann haben wir hier die Abholstelle. Da gibt es dann die Milch zum Abholen. Sieht richtig gut aus. Brot gibt es auch noch da. Schön gemacht. Schön dekoriert, sehr detailliert. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die Texturauflösung ist hervorragend. Richtig eine schöne Mod. Das bringt uns dann zum alten Schweinestall. Dieser kommt von DDEX96, Downloadgröße 16,9 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Tiere und Schweine. Ist dieser Stall hier. Kostenpunkt zum Platzieren 12.800 Euro. Unterhalt pro Tag 18 Euro. Hier passen rein 10 Schweine. Machen wir mal ein paar rein. Und diese sind dann hier zu finden. Ein bisschen klein für die Tiere, finde ich. Und auch wenig Licht. Da sind auch noch ein paar Tiere zu finden. Hier wird das Futter reingefahren. Hier wird Gülle abgeholt. Auch hier gibt es verschiedene Speicher- und Lagerschuppen. Hier kann einiges untergebracht werden, vielleicht ein Fahrrad. Hier eine kleine Werkstatt und Lagerschuppen. Hier auch in diesem Stile, wirklich auch sehr schön gemacht, die Deck. Die Textur ist auch hervorragend, also extrem gut gemacht. Gefällt mir auch sehr gut, die beiden Ställe. Wir kommen zu der Halle vom Möchtegernbauer. Downloadgröße 4,29 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Ist diese Halle hier. Kostenpunkt zum Platzieren 60.000 Euro und 10 Euro Unterhalt pro Tag. Hier gibt es einen Lichtschalter. Denn innen drin ist es ziemlich dunkel, wenn man kein Licht hat. Das ist eine sehr große Unterstellhalle. Hier gibt es ein paar Schüttgutwände. Da kann man auch Schüttgut reinmachen und oder auch Getreide so lagern. Ihr glaubt es kaum, aber wir kommen zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt diese kleines Lagerhaus. Dieses kommt von Pascal Kautz. Downloadgröße 5,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und hier gibt es zwei Versionen. Einmal ein kleines Palettenlager ohne Regale. Das ist diese Version hier, 142.500 Euro zum Platzieren. Und dann gibt es die mit Regalen, die kostet dann 147.500 Euro zum Platzieren. Unterhaltskosten pro Tag zwischen 55 und 57 Euro. Das ist dieser Schuppen hier. Kann man Licht ein- und ausschalten. Lagerplatz, da kann man auch sehr gut ein paar Sachen weglagern. Perfekt gemacht, schön. Auch hier die Textur wieder wunderbar. Eine wunderschöne Mod. Das war es denn auch schon wieder von den Mods für heute und auch für diese Woche. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Falls du keine weiteren Videos dieser Art verpassen möchtest und auch keine anderen Inhalte auf dem Kanal, dann hol doch gerne dein kostenfreies Abo ab, damit unterstützt du den Kanal ungemein. Ich habe eine Frage an euch. Welches war die Mod für euch der Woche? Welches war deine Mod, deine Lieblingsmod, die du unbedingt runtergeladen haben musstest, um so schnell wie möglich in deinen Spielstand einzuführen? Welche Mod war das? Schreibt mir es bitte in die Kommentare. Und dann bleibt mir nichts anderes, als euch allen ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Ich hoffe, ihr werdet das Wetter genießen. Ich hoffe, das Wetter wird gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Und dann sage ich danke, tschüss. Und hasta luego.